Moin, schön, dass ihr wieder hier seid auf meinem Kanal. Mein Werkzeug, meine Handschuhe hier. Ja, heute Hände schützen, weil ich will mit den Fingern malen oder mit den Händen malen. Und ich will auch nur drei Farben benutzen. Mal sehen, was wir da so mitmachen können. Also drei Grundfarben hier. Und ja, mit dem Blau starten wir mal. Ja, einfach rauf, das Rot dazu, es passt super gerade. Und Gelb nehmen wir noch dazu. Das macht doch schon Laune. Ja, jetzt nehmen wir uns einfach die Freiheit und verschmieren das hier. Genieß einfach den Prozess. Guck, ob du die Finger nimmst. Probier aus, ob du die Hand verwendest, die Finger, Linien, Herzen. Ja, einfach, es geht hier ums Machen. Ich habe auch so ein bisschen im Kopf eure Kommentare, denn oft habe ich gelesen, dass ihr sagt, dann, ja, bei mir wird es immer alles dann nur braun und ja, eine einzige verschmierte Leinwand. Wie du siehst, kann ich das auch. Ich will noch mal ein bisschen tupfen. Abdrücke machen. Probier einfach deine Hand als Werkzeug aus. Guck einfach, was entsteht. Du kannst nämlich ganz unterschiedlich auch damit ja arbeiten. Schmeiß mal noch mal ein bisschen Gelb drauf. Ja, das macht so viel Spaß. Und ja, wenn du was lernen willst, kannst du dabei natürlich auch jetzt dich super gut mit Farbenmischen auseinandersetzen. Also schau einfach, welche Farbe du aufträgst und in welche Richtung sich die Farbe verändert. Jetzt, wenn wir jetzt nochmal ein Rot dazugeben. Ja, das ist ein schöner Knaller hier. Haben wir uns schon so ein bisschen ausgetobt, würde ich mal sagen. Jetzt mischen wir mal ein bisschen auf den restlichen weißen Flächen. Ja, ich nehme noch mal ein anderes Gelb, dann wird es noch mehr in die Orange-Richtung gehen. Oh ja, das ist natürlich richtig schön orange jetzt. Und du siehst, je nachdem kannst du die Farbe eben auch oder eben auch nur zwei Farben miteinander mischen. Und dabei passiert halt ganz viel. Und ja, lass die Farben hier einfach so ein bisschen rüber tanzen, genau, mach dir schöne Musik an, genieß einfach die Zeit jetzt so mit dir. Ein paar Linien reinbringen, guck einfach, was dir gefällt und mach das einfach. Wenn du es dann doch nicht haben willst, malst es halt einfach wieder über. Hier nochmal die Farbe genommen und ein bisschen Weiß dazu gegeben. Dann haben wir so ein leichtes Türkis. Mal schauen, wie das jetzt geht. Ist jetzt auch so viel auf dem Pinsel. Das muss ich erstmal auf die Finger bekommen hier. Und ja, damit kann ich wieder malen, tupfen, blumig werden, streifig werden, ja, in so eine impressionistische Richtung gehen, so Punkte machen. Tupfen, als würdest du jetzt ja so Blätter malen, Blätter tupfen. Das macht schon Spaß.
Gut ist auch, wenn man immer wieder die Leinwand dreht, bekommt man immer wieder einen neuen Blick auch auf die Fläche. Mit den Fingern hier krickeln, das macht richtig Laune. Die Leinwand könnte jetzt auch riesig sein, finde ich gerade. Also ich könnte jetzt ewig hier die Farben tanzen lassen. Also ja, ist echt schön. Immer noch so viel auf dem Pinsel. Aber dann nehme ich einfach die Farbe vom Pinsel runter, tupfe das rauf, verwische das dann danach wieder. Ja. Ja, es war toll. Das Malen hat total viel Spaß gemacht. Schau auch gerne auf meinen Blog. Da habe ich noch ein paar Tipps zu der Malerei mit den Fingern geschrieben. Denn oftmals wird es ja so als albern abgetan, aber es ist definitiv nicht so. Also schau da gerne auf meinen Blog. Da habe ich noch was zu geschrieben. Und ja, hier draußen ist es sehr, sehr warm heute. Ich habe die Markise runtergezogen und ja, hier ist meine Tonne. Ach, stimmt. Es hatte ja jemand gefragt, was das mit meiner Tonne auf sich hat. Und ja, hier ist ein Gitter drauf, weil da oben hatte ich ein Nest. Und da oben ist eben auch die Regenrinne undicht. Und deswegen tropft das so wunderbar hier in meine Tonne, wenn es regnet. Und da sammle ich einfach das Regenwasser auf. Das Gitter ist halt dazu da, dass die Vögel da nicht reinfallen und ertrinken. Und genau, mit dem schöpfe ich das Wasser raus und gieße damit meine Blumen. Ja, das ist schon alles.
Also viel Spaß, hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut, tschüss. Zum Schluss wie immer noch mal ein Hinweis für dich. Mach dich frei von diesen Vorurteilen, dass Malen mit den Fingern einfach nur albern und Kinderkram ist. Ich finde, gerade da sollten wir uns von auch lernen mit diesem gesellschaftlichen Druck, der ja darüber entsteht, nämlich, dass alles perfekt sein muss, dieses perfekte Werkzeug, das ausgereifte Techniken führen auch nur zu erstklassigen Kunstwerken, dass das eben nicht sein muss und du darüber ja auch eine ganz eigene Kreativität entwickeln kannst und ja, deine eigenen Grenzen und Hürden auf vielerlei Hinsicht hin befreien kannst. Also ich wünsche dir viel Spaß. Genieße deinen Tag, hab ganz viel Spaß bei dem, was du tust und ja, schön, dass du hier bist. Tschüss!